Hallo Leute, wie geht es euch? Louis hier wieder am Start für euch. Hoffentlich gut. Bei mir, dank dem Herrn, alles bestens. Er gibt mir wieder die Möglichkeit, hier etwas für euch vorzustellen, was wirklich Tolles, Leute. Ich habe hier etwas in der Hand und zwar von einer Dupe-Firma. Ja, habe ich schon mehrere Düfte davon vorgestellt. Müsst ihr runterscrollen. Divane, okay? Divane Paris, wirklich. Das ist wirklich ein sehr guter Duftzwilling. Ja, zu den Originalen, und die sind auch gar nicht mal so teuer. Für 100 Milli zahlt ihr 20 €, also der Preis ist wirklich fair, kann man nicht sagen. Einzigster Nachteil hier, was ich an Divine ein bisschen bemängle, ist halt die Haltbarkeit an den Düften. Mehr als 3 bis 4 Stunden halten die nicht durch. Das heißt, trotz allem, Duft zu 80 bis 90% identisch. Das heißt, wenn ihr euch für Divine entscheidet, ja, machen wirklich super Düfte, wirklich fast identisch. Nimmt die Bottle mit, im Falle, dass, wie gesagt, dass die Projektion ausgeht, macht den kleinen Refresh, dann seid ihr auf jeden Fall wieder schön erfrischt und könnt wieder schön weiter duften. Ist blumig, ist pudrig, das ist die 085 Parfum, ja, und der ähnelt sehr den Chanel Allure. Chanel Allure, was kann ich euch über Chanel Allure sagen? Master Parfümeur natürlich hier dahinter. Jacques Polch, ja, hat hier natürlich wieder ein Meisterstück entwickelt, das Originale, ja, und er hat so viele erfundene Düfte, die wirklich Top 10 sind, ja, auf der ganzen Welt locker, die da drin sind, und einer meiner absoluten Lieblinge, aromatisch würzig, hat Jacques Polch zum Beispiel auch Allure Homme entwickelt. Das ist ja mein absolute Nummer 1 in aromatisch und würzig. Okay, dann hatte noch Koromandel, Coco, Egoist, Bleu de Chanel und noch so viele andere. Lasst mich nicht alle hier aufzählen. Ja, würde echt es würde viel zu lange dauern. Jacques Polch, Meisterparfümeur auf jeden Fall. Ist einer der Köpfe bei Chanel definitiv. Und aber lasst uns über den hier sprechen. Wollt euch nur kurz Bescheid geben, an wen der sich anheftet, ja, an wen der duftet. Chanel Allure, Weltklasse-Duft, okay? Und ich finde auf jeden Fall, dass Divine, ja, es verdient, genannt zu werden. Ist natürlich jetzt nicht in meiner Liste wie Alexandra Fragrance oder Dua Fragrance aus den USA oder The Belle und Eklat hier in Deutschland, ja, da ist ein bisschen weiter weg, ja, weil die halten auch mit der Haltbarkeit, sind die wirklich ziemlich gut. Und bei dem hier scheint wirklich nur zu bemängeln die Haltbarkeit. Die Duftintensität ist an sich schon wirklich zu 80 zu 90% gleich, deswegen verdient auf jeden Fall genannt zu werden. Ja, dieser 085 Parfum Chanel Allure, toller Duft. Ist ein Damenduft, das solltet ihr wissen. Eleganter Duft, wenn ihr ihn auftragt, ja, immer die Bottle mitnehmen, nicht vergessen. Und sucht euch dann eleganten, was soll ich euch sagen, Opportunity aus, ja, Gelegenheit, denn der wird euch auf jeden Fall viele Komplimente einbringen, ja. Aber in Sommer- und Frühlingszeit ist der am besten gedacht zu tragen, definitiv. Ja. Lass mich noch zu den Ingredienzen kommen. Hier ist Bourbon Vanille, die macht das wirklich sehr schön. Ein bisschen auch Romantik zusätzlich zum Blumigen und Pudrigen. Ja. Jasmin ist das Blumige, Magnolia ist drin, Rose, dann ist Mandarine hier mit drin, okay, Vetiver und Zitrone in der Basis. Es war wirklich diese ganzen Ingredienzen, die sind wirklich super zusammengewürfelt. Ja, das Original ist eh der Knaller, den habe ich auch, den werde ich euch auch irgendwann mal vorstellen. Aber heute wollte ich euch einfach mal den von Divine vorstellen. Ja, der verdient das auf jeden Fall. Das war's schon von mir. Ich würde auf jeden Fall sagen, bleibt gesund, Gottes Segen euch, und wir sehen uns eventuell beim nächsten Video. Ciao, Belli.